Hallöchen, ihr da draußen. Schön, dass ihr wieder dabei seid zu Animal Crossing. Let's go to the city. So, in Koh Samui haben wir jetzt 18.14 Uhr am 8. Juli. Kann's losgehen? Jupp. Hey, warte mal. Wer bist du? Tita. Ja, nur ein Scherz. Vergesst noch nicht bla bla bla, ein Tag und so weiter. Vorbereitung läuft. Ich habe mir gestern nach dem Part aufnehmen noch ein bisschen Arbeit gemacht. Aber das will ich euch dann zeigen. Ah, schön, meine Blumen sind wieder schön. So, wir haben Post bekommen. Und zwar ganz viele Briefe. Ich hoffe, dass da ganz viele Früchte drin sind. Weil ich habe meinen ganzen Bewohnern geschrieben. Und zwar, schenkt mir Obst. Und ich hoffe jetzt, also ich habe denen dann Kirschen reingetan. Und hoffe, dass sie mir jetzt ganz viel Obst schicken. Ich liebe Überraschungen. Ich liebe Geschenke. Du hast mir etwas viel zu Teures geschenkt. Hiermit möchte ich mich bedanken. Ich bin dir nie lange böse, Manfred. Okay. Wollen wir mal gleich entfernen. So, Britt, unsere Nachbarin. Hey ho, vielen Dank für das Geschenk. Ja, ein Geschenk für dich. Dafür, dass du mich so glücklich machst. Pass gut drauf auf, Britt. Oh, mit so vielen Herzen. Toll. So, dann haben wir hier von Annette einen Brief. Liebe Tita, ich liebe Briefe, vor allem wenn Geschenke drin sind. Am besten sagt man Danke für ein Geschenk, indem man selbst eins schickt. Viel Spaß damit, deine Annette. Oh, das ist mal schönes Briefpapier. Kommt trotzdem weg. So, lesen. Liebe Tita, das Geschenk war sehr hübsch und sehr du... Ich habe das perfekte Geschenk gefunden, um dich zu belohnen. Bitte, es gefällt dir garantiert. Marina. So, der nächste. Geschenk entfernt von Alex. Was schreibt denn der Alex? Große Geschenke, hoher Coolness-Faktor und außerdem war es total mein Stil. Das ist viel für dich, Kumpeline. Ich hoffe, es gefällt dir. Bis dann, Alex. Oh, finde ich ja klasse, was die immer... Die schreiben echt den... Ey, da braucht man bloß ein paar Buchstaben oder so. Und die schreiben einen kompletten Text zu und... Ach, geil. So, lesen. Du hast ja viel Mühe mit dem Geschenk gegeben. Ich habe nach einem Geschenk gesucht, das perfekt zu dir passt. Gefällt es dir garantiert. Viele Grüße, Violetta. So, das kann auch weg. Geschenk entfernen. Lesen. Liebe Tita, ich liebe Briefe, vor allem wenn Geschenke drin sind. Der beste Dank für so ein nettes Geschenk ist ein ebenso nettes Geschenk. Hoffe, es trifft deinen Stil. Deine Ricarda. Ich glaube, ich kenne sogar eine, die so hieß. So, Toro, mein Lieblingsstier. Hey, yo, Tita, wow, 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 wow. Danke für das Geschenk. Geschenke kriegen macht Spaß, aber Geschenke aussuchen ist auch toll. Pass gut drauf auf, dein Freund Toro. Oh, finde ich toll, er hat uns gleich schon als Freund bezeichnet. Oh, bin ich so happy. So, dann wollen wir nochmal auspacken. Kirsche, okay, der hat uns geschickt, was wir ihm geschickt haben. Hier haben wir ein Matrosen-Outfit. Hier haben wir ein Einser-Outfit. Mint-Karo-Outfit. Hallo, ich will keine Outfits. Folklore-Tunika. Verdammt. Sittich-Klit. Piloten-Outfit. Oh komm, eine fremde Frucht. Ich glaub's nicht! Eine verdammte Birne! Ist doch geil! Oh, sorry, dass ich mich gerade so wie ein Keks freue, aber ey, eine Birne! Die fehlt mir übrigens in meinem 3DS-Spiel. Dann suche ich mal ein Plätzchen, wo ich die am besten pflanze. Ich würde mal sagen, wo pflanze ich die am besten? Ich glaube, die pflanze ich hier gleich neben mein Häuschen. Vergraben.
So, und ich habe mir mal sagen lassen, dass das besser ist, wenn man das Zeug hier auch gießt. Ach, ich finde das cool. Das ist episch. Ich habe eine Birne. Ja, die Kirsche, die... Ich habe es vielleicht ein bisschen falsch ausgedrückt. Weil ich habe geschrieben, schenkt mir Obst oder so. Und man muss, glaube ich, gebt mir Obst oder so schreiben. Die genauen Wortlaute habe ich jetzt nicht im Kopf. Da müsste ich erst nochmal googeln. Ach ja. So, packen wir die Gießkanne mal wieder weg. Und schauen in Tom Nox Land vorbei. Hier kam, schau ich hier um. Ja, was kann ich für dich tun? Ja, ich möchte verkaufen. Was willst du denn verkaufen? Ich würde mal sagen, hier die ganzen Outfits, die brauche ich nicht. Und die Käfer brauche ich auch nicht. Und die Kirche brauche ich auch nicht. Für alles zusammen zahle ich hier 3694 Sternis. Verkauft. So, dann... Ne, die Medizin wollte ich nicht haben. Ich habe es auf die Blümchen abgesehen. Unschuldsrose. Wenn man eine bestimmte Menge an Blumen kauft, dann kriegt man nämlich eine bessere Gießkanne. Palastkacheln. Ganz schön teuer. Erstmal angucken. Schick, schick. Aber nein, danke. Ist mir noch zu kostspielig. Vielleicht finde ich die ja mal so. Efeumauer. Erstmal angucken. Das ist vielleicht was für draußen, aber nicht für drinnen. So, dann haben wir hier eine Schachkommode. Die gefällt mir eigentlich recht gut. Die nehme ich. So. Schachkommode ist gekauft. Zitruspapier. Her damit. Ich werde mir später nochmal dran machen, ein paar Briefe zu schreiben. Vielleicht kriege ich ja morgen ein paar Früchtchen. Auf jeden Fall eine Birne haben wir schon mal. Das heißt, wir können demnächst, wenn der Baum ausgewachsen ist, können wir noch mehr Birnenbäume wachsen lassen. So. Unkraut! So, was haben wir noch? Ach ja, das wollte ich euch zeigen. Meine Fahne, mein Design, habe ich selber gemacht. Da. So, da habe ich es mal hingelegt. Ja. So. Wollte ich euch mal zeigen. Dann haben wir ja die Hunde hier noch gar nicht kennengelernt, fällt mir ein. Der Typ hier, der dickere von beiden. Was kann ich für dich tun? Was gibt's Neues? Durch das Tor habe ich niemanden bemerkt. Es tut mir leid. Ich werde sehr leid. In Zukunft werde ich besser aufpassen. Was kann ich für dich tun? Fundsachen? Also im Moment haben wir ein paar Fundsachen da. Also in jedem Fall haben wir 4, glaube ich. Ja, also ihr solltet jeden Tag... Dürft ihr ruhig mit dem quatschen. Und braucht euch nicht zu schämen. Ihr könnt euch hier das ganze Zeug rausklauben. So, was gibt's hier noch zu erzählen? Bei ihm könnt ihr hier halt die Flagge ändern. Das ist halt, wenn ihr euer Design designt habt, dann könnt ihr eure eigenen Flaggen aufhängen. Und ja, wo bin ich hier? Weiß ich jetzt nicht, wofür das gut ist. Der hier ist mehr fürs Aus- und Einreise-Dings zuständig. Aufgemerkt, Tita. Von hier aus kannst du andere Städte aufsuchen. Doch nicht nur das. Auch einen Freund oder eine Freundin kann ich hier in Koh Samui besuchen. In beiden Fällen wäre es nett, wenn du mir vorher Bescheid sagen würdest. Ich bestehe drauf. Nur wenn du Bescheid sagen kannst, kann ich für euch das Tor öffnen. Wie dem auch sei. Es gibt etwas, das ich für dich tun kann. Ich will mal raus. Das ist jetzt schlecht. Gäste, Freundescodes. Ja, Freundescodes. Leute!
Wie bitte? Man hat dir noch keinen Freundescode ausgestellt. Das müssen wir ändern. Dann kann ein Freund auf deiner Freundesliste deinen Freundescode registrieren. Wenn du das gleiche mit deinem Freundescode machst, könnt ihr über die Nintendo Wi-Fi Connection spielen. Zum Beispiel könnt ihr die Stadt des jeweils anderen besuchen. Nun, soll ich dir einen Freundescode ausstellen? Ja, bitte! Ohne große Umschweife werde ich dir nun veranlassen, dass du einen Freundescode bekommst. Daten werden gespeichert. Bitte betätige weder Powerschalter noch den Reset-Knopf. Verbindung zum Nintendo Wi-Fi Connection wird hergestellt. Bitte warten! Oh, ich hoffe, der will jetzt nicht ins Internet. Das dürfte jetzt gerade nicht gehen, weil ich nämlich Videos hochlade, während ich das aufnehme. Oh mein fucking Gott, bitte keine Internetverbindung. Ja, wenn ich Videos hochlade, ist bei mir alles andere Verbindungskacke. Weder mit der Wii U, noch mit der Wii, noch mit anderen Konsolen, auch nicht mit meinen 3DS oder so, da komme ich nicht ins Internet. Da ist die Leistung nicht stark genug für. Der braucht ja schon die komplette Leitung, nur um mein Video hochzuladen, was ja auch um die 24 Stunden dauert. Na gut, manchmal auch bis 12 Stunden. Je nachdem, was für ein Video es ist und wie gut die Qualität ist. Also Moon Factory Ocean zum Beispiel braucht länger wie Harvest Moon. Und Grandia geht eigentlich noch recht flott im Vergleich zu den anderen beiden Let's Plays. Aber das halte ich ja auch immer so in 15 Minuten. Ah man, fucking, mache ich ein andermal. Kann ich das nicht abbrechen? Bitte, Alter, lass es. Huch. Ach so. Also mit 1 kann man, glaube ich, Fotos machen, wenn ich das richtig sehe. Die Nintendo Wi-Fi... Die Nintendo Wi-Fi Connection Benutzerdaten deiner Wii-Konsole wurden gespeichert. Voller Stolz überreiche ich dir, Tita, dein Freundescode. Leute, mein Friendcode! 39558502149 3. Also, falls einer von euch da draußen aktuell überhaupt noch dieses Spiel spielt und Lust hat mitzuspielen, der kann das dann gerne tun. Gib ihn an deine Freunde weiter, damit sie auf die damit sie ihn auf ihre Freundesliste eintragen können. Ja, natürlich müsst ihr mir dann euren Freundescode auch irgendwie schicken. Vielleicht direkt unter das Video, in einem Kommentar oder per PN. Ganz wie ihr möchtet. Ich freue mich drauf. So, aber was ich eigentlich so... Ja, ich habe ja heute noch nicht gespielt. Und deswegen hatte ich auch noch die Post und so. Hey, Toro! Hallo, Tita! In einer Nacht wie dieser muss man klaren Himmel, muss man noch einfach spazieren gehen. Es ist irgendwie komisch, die Leute zu höflich sind. Weißt du, was ich meine? Also Ricarda und Violetta zum Beispiel. Sie sagen dauernd guten Tag und wie geht es dir? Aber ich habe geträumt, dass ich einfach dazwischen platze und laut Ole Ole rufe. Ole Ole! So, ah ja, was ich noch nicht gezeigt habe. Ja, da oben am Himmel, da steht mein Name. Ich muss eine andere Stelle. Ich glaube, je nach Uhrzeit verschiebt sich das Sternbild ja auch. Hey, cool, Simon. Hallo, Tita. Heute ist das perfekte Wetter, um gar nichts zu tun. Bananana. Übrigens, Tita, machst du eigentlich beim Kartoffelsalat Wettessen mit? Der Gewinner erhält einen ganzen Jahresvorrat an Kartoffelsalat umsonst. Klingt schon verlockend. Aber wenn ich ein Jahr lang nichts als Kartoffelsalat essen würde, dann hätte ich die Nase voll davon. Und das kann ich mir nicht antun. So, dann guck ich mal, ob ich das hinkriege. So. Nee, irgendwie kann ich das nicht sehen. Ja. Man kann das natürlich auch vom Dingsbums angucken. Also da ist das T. Daneben ist das I. Da, das soll das TT sein. Und irgendwo da ganz hinten ist da noch ein A. Also Tita steht da oben. So, ich gehe mal ins Museum. Weil das will ich euch unbedingt noch zeigen.
Mein Sternbild. So. Du willst gerne das Teleskop verwenden? Darf ich fragen, wofür? Sternbilder. Sag mal, möchtest du noch Sternbilder stellen oder möchtest du lieber bereits erstellte Sternbilder ändern? Beobachten. Ansehen. Schubidu, vielen Dank. So. Also, da haben wir das T. Ist ein bisschen verkrüppelt, aber dafür kann ich nichts. So, Dann ist hier das I. Hier ist ein Doppel-T. Und hier hinten das A, so nach oben gestreckt. Ja, das habe ich alles selbst gemacht. Gestern. Fertig, Brillant, nicht wahr? Kann ich noch was für dich tun? Nö. Ja, das ist Olivia oder wie die heißt. Keine Ahnung. Oh, und noch etwas ganz Wichtiges. Hier ist ein Kaffee, wo man Kaffee trinken kann. Bei Coffee, der Taube. Wie wär's mit dem Kaffee? Kostet 200 Sterne. Ist aber wert. Immer gern. Bei mir sind übrigens alle Mischungen echt Eigenkreationen. So, wenn ihr 7-mal Kaffee bei ihm trinkt und den auch frisch gebrüht runterschluckt, dann wird Kaffee euch sein Gyridenlager offenbar. Offenbaren. Das heißt, 7-mal müsst ihr bei ihm Kaffee trinken, so heiß wie ich es gerade getan habe. Dann steigt sozusagen seine Freundschaft zu euch. Süß mit einem Hauch von Bitterkeit. So mag es der wahre Kaffee-Concierge. Oder so ähnlich. Ja. Und dann könnt ihr hier bei ihm eure ganzen Geruiden lagern und sie euch rausholen, wie ihr braucht. Ihr habt ja nur beschränkt Platz in eurem Schränkchen. Dann gibt es Samstag nach 20 Uhr hier ein besonderes Highlight. Ja, das werde ich irgendwann, wenn ich dann mal dran denke, mit euch auch aufsuchen. So, leider Gottes habe ich noch nicht meine Schulden abbezahlt, was bedeutet, dass ich mein Haus auch noch nicht weiter vergrößern kann. Da fehlt mir irgendwie noch die Kohle zu. Aber, naja, ich habe ja jetzt noch hier die Möglichkeit mit Fossilien und so weiter. Und Früchte gibt es hier ja auch noch. Wobei ich nochmal mein Obst verschicke, um versuche, Neues ranzukommen. Oh, hallo Tita, wie sehr hast du den schönen Abend? An sonnigen Tagen wie diesen könnte ich den ganzen Tag lang hier sitzen und hoch in den Himmel starren. Na, Tita, was sagst du dazu, Hula? Wenn du oben auf dem Steuerkreuz drückst, kannst du genau das tun, was die tun und etwas Sonne in dein Herz lassen. Ja, das habe ich ja vorhin gerade getan. Oh, hier haben wir den grünen Alex. Jo, Tita, ich drehe noch ein paar Runden in der Sonne, Zwitscher. Gewisse Leute zeigen sich hier ja auch zu besonderen Anlässen, stimmt's? Tja, angeblich sind sie alle ganz dicke mit dem Bürgermeister-Zwitscher. Die lassen sich hier also umsonst blicken. Boah. Von so viel Vitamin B kann unsererseits nur träumen. Ist ja witzig. Oh, und da haben wir noch jemanden. Wenn ich dann schon mal welche treffe, dann wollen wir auch plaudern. Quiek, quak, jappi, du. Freust du dich schon auf einen weiteren lustigen Nacht in Kosamisu? All diese Ereignisse können einen auf Dauer schon strapazieren, aber ohne sie wär's doch zu langweilig. In gewisser Weise sind es die normalen Tage, die die Feste so viel strahlender machen, nicht wahr? Quacks, keine Ahnung, was das so heißen sollte. So, dann will ich mal gucken. Ich weiß gar nicht, wie viel Schulden ich noch habe. Ich
ich hoffe ja, dass morgen mein Konto nicht mehr belastet wird. Ich gucke ganz einfach nochmal schnell mit euch, bevor wir den Part auch schon wieder fertig haben. Willkommen, Nintendo Bank, für alle Cola und Misu, Kredit bezahlen. Ja, wir müssen noch 57.000 bezahlen. Das ist noch eine ganze Menge. Jetzt noch 52.000. Oh, mal gucken. Vielleicht ist in der Recyclingtonne was, was wir verkaufen können. Nein. Aber ich werde mal die Dose entsorgen. Ja. Oh, da fällt mir ein. Pelli können wir auch gleich mal ansprechen. Örtliche Büro, bla bla bla. Umwelt. Alles klar. Hier sind die paar Kommentare von den Einwohnern. Die Note 1 würde ich der Stadt nicht geben, aber auch keine Note 6. Ich gebe dir eine 4 plus, vielleicht eine 3 minus, wenn ich gut gelaunt bin. Soweit der Bericht. Vielleicht rühren diese Kommentare daher, dass es nicht ausreichend Grün in der Gegend gibt. Nun, gibt es noch etwas, womit ich dir helfen kann? Nein, danke. Was zu dem Spenden? Ihr solltet, wenn ihr zwischendurch mal Sternis über habt, einfach Geld spenden. Das bestimmte Summen schalten gewisse Objekte frei, die dann in der Stadt gebaut werden. Und ja, das trägt dann wiederum zur Stadtverschönerung bei, ne? So, jetzt gucke ich gerade mal. Ich wollte ja noch das Outfit angucken. Tragen. Ja, nee, ich weiß nicht. Und das? Oh mein Gott, niemals. Da würde ich schon eher das hier tragen. Obwohl, so schlecht sieht das nicht aus, oder? Ja, so schlecht sieht das nicht aus. So, liebe Freunde. Oh, ich habe schon wieder viel zu viel Zeit investiert. Wir haben schon wieder den Part voll. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Animal Crossing, let's go to the city. Tschüssi, bis dahin, eure Tita Kenshi.